Die Sparkasse Vorpommern hat am Montag zum 14. Mal den Förderpreis für Verdienste um die deutsch-polnische Zusammenarbeit vergeben. Die Übergabe im Konferenzcenter der Sparkasse fand im Rahmen des Polenmarkt 2013 statt. Mit dem Förderpreis wird jährlich eine hervorragende wissenschaftliche Arbeit ausgezeichnet. Diese sollte entweder im Rahmen einer deutsch-polnischen Zusammenarbeit entstanden sein oder einen bedeutenden Beitrag zu deutsch-polnischen Beziehungen leisten. Ausgezeichnet wurde Monika Waschewski für ihre Staatsexamensarbeit mit dem Titel »Gefangen im nationalsozialistischen Pommern – zum Schicksal der Kriegsgefangenen im Wehrkreis 2«. Mit ihrer Arbeit konnte sich die Lehramtsstudentin gegen 4 andere Bewerber durchsetzen. Der Preis ist mit 1.200 Euro dotiert.